Hallo liebe Rollenspielteilnehmer, hier sind wir wieder bei Pathfinder Kingmaker. So, wir haben jetzt hier so ein bisschen schön gerastet, haben eine leckere Monster-Kasserolle gegessen, Kasserolle, ja. So, und ich habe hier schon ein bisschen so die Gegend erkundet, was ist hier wo, um mal zu schauen, was wir hier so alles finden. Also hier gibt es die dollsten Orte, wir haben ein bisschen Pause gemacht natürlich hier und dort. Und ja, ich denke mal, das Wichtigste ist erstmal wahrscheinlich, dieses Barbarenlager hier aufzusuchen. Das werden wir jetzt dann nach unserer Pause auch mal machen. Bevor ich hier weiter rumdüse. Ach ne, komm. Keine Lust auf Kämpfe. Oh, wir könnten uns nicht vorbeischleichen. Na gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Dann müssen wir mal wieder kämpfen. Gut, vielleicht können wir ein paar neue Skills aussuchen. Ach, was haben wir hier denn? Goblins. Goblin-Alchemisten. Na komm, hau dich. Geh einfach auf den drauf. Rest auch. Let us strike as one. Ob hier noch andere sind, weiß ich nicht. Wir schauen mal. This should do it. Okay. Ekun. Genau, auf den. So, der ist eigentlich schon tot. Ah, hier ist noch einer. Okay. Left yourself open. Was ist das? Ja, okay. Dann haben wir die auch schon niedergemetzelt. Die wollten es ja auch nicht anders, kann ich auch nichts dafür. Okay, die haben zumindest eine gute Armbrüste, die nehmen wir mit, die bringen wenigstens das Geld. Und dann kann ich wieder abhauen. So. Das war jetzt nur ein kleines Intermezzo. Der bringt leider nichts. Das andere ist ja. Pille-Palle. Auf Wiedersehen. Die wollten es ja nicht anders. Also wenn man uns auflauert, da ist man eh selbst müde, lebensmüde. So wie die Jungs hier aussehen und die Mädels. So, mal gucken, ob hier so durch die... Oh, was ist hier noch? Zerstörter Turm. Aha. Okay, das sieht interessant aus. Da geht auch ein Weg hin. Nicht schon, was ist denn hier schon wieder los? Wir können uns wieder nicht vorbeischleichen. Okay, der nächste Kampf. Also hier mitten auf der Ebene. Da ist es lustig, können wir uns nicht verstecken. Jetzt bin ich nicht quick. Ja, schon wieder? Das wird aber langweilig. Repent. Nowhere to run. Geh mal hier hin, vielleicht siehst du da noch einen anderen Gegner. Diesmal haben wir aber links nur keinen Alchemisten hier. Serves you right. Ah, doch hier. Oh, ein Lump. Okay, den schnappen wir uns. Erledigt. Okay, die Bombe ist noch explodiert, die er hatte, aber okay. Die nehmen wir noch mit. 100. Naja, komm, die nehmen wir auch nochmal mit. Das ist aber lästig hier, die Leute. Und belästigen die uns. Finde ich nicht nett. Jetzt haben wir unnötig hier wieder Schaden gemacht. Schaden bekommen. Hier. So, verschwinde schon mal gleich wieder einen Trank. Aber wir haben ja noch ein paar. Das ist hier jetzt nicht. So, wir gehen mal. Können jetzt nicht alles mitschleppen. So, ich hoffe, das reicht jetzt auch hier an Goblin-Kämpfen. Was machen die ganzen Goblins hier? Nervigen kleinen Kärtchen. So, schauen wir mal. Ups, das Kliden-Barbarenlager. Dann können wir hier wieder zurück. Ich bin gespannt, wie wir jetzt dann hier treffen. Und was Amiri mit denen vor allem anfängt. Das sind wieder so riesen Kellerasseln hier oder Tausendfüßler. Ah, okay. Die haben auch so eine Art Ogbo hier. Okay. Ups.
Okay, was haben wir jetzt? Zwischen den Hügeln hatten einige numerianische Barbaren ihr Lager aufgeschlagen. Obwohl es ihnen offensichtlich als Ruheort diente, hatten sie es sehr sorgfältig angelegt. Die Numerianer hatten das Lager mit einer Holzpalisade und einem tiefen Graben gesichert. Angesichts der Leiche eines glücklosen Diebes auf dem Grund des Grabens war das wohl eine kluge Entscheidung. Wie können wir denn so dumm sein, da einzubrechen? Den Eingang bewachte unser alter Bekannter Noba, der Mann, dessen Schar wir zuvor den Hügeln getroffen hatten. Obschon uns nicht allzu freundlich begrüßte, lud er uns in das Lager ein und führte uns zu seinem Anführer. Man führte uns zu einem gewissen Dugat, einem Keliden mittleren Alters mit einer wallenden Mähne, die als pechschwarz gewesen war, nun aber eher an Salz und Pfeffer erinnerte. Seine vom Wind und Wetter gegerbte bronzefarbene Haut sah beinahe aus wie die Rinde einer knorrigen Eiche. Er sprach mit selbstbewusster Stimme und lud uns ein, mit den Tigerherren, wie er seinen Stamm nannte, zu tafeln und die Nacht in ihrem Lager zu verbringen. Alles, was wir mit dem Stamm zu besprechen hätten, so sagte er, könne bis zum nächsten Morgen warten, wenn alle ausgeruht und erfrischt seien. Ja, sehr gastfreundlich. Um die Barbaren, die sich als ausgesprochen gastfreundlich erwiesen hatten, nicht zu beleidigen, nahmen wir die Einladung an. Kurz darauf saßen wir mit Kelchen in den Händen um ein passendes Lagerfeuer. Als Gäste erhielten wir prächtig verzierte Kelche aus Silber, auf denen detaillierte Schlachtszenen abgebildet waren. »Tut es mir gleich«, flüsterte Amiri den Baronen zu, »Traditionen sind diesen Leuten sehr wichtig.« Der Mundschenk goss Wein in die Kelche aller Anwesenden, als Dugard seinen Kelch erhob, um das Fest offiziell zu öffnen. Das machen wir dann. Vertraute der Baron Amiri und folgt ihrem Beispiel. Vielleicht ist das das Beste, weil ich nicht genau weiß, welche Sitten die jetzt hier gerne haben. Kann ja sein, dass ich nicht als Erster trinken darf oder sonst irgendwas. So, zu meiner großen Überraschung goss unsere Barbarenfreundin ihren Wein auf den Boden. Ah. Und der Baron folgte ihrem Beispiel. Doch anstatt sich über diesen für mich befremdlichen Geste zu ärgern, taten es die Numerianer den beiden gleich. Offenbar war dies eine Tradition der Barbaren, den ersten Kelch den Geistern zu opfern. Ah, okay. Erst als der Mundschenk die Kelche erneut füllte, tranken die Numerianer aus ihnen und nun folgten ihrem Beispiel. Aha. Der Hauptgang bestand wenig überraschend aus Fleisch. Die Numerianer hatten in den Hügeln einen Hirsch und zwei Wildschweine erlegt, die nun über einem offenen Feuer brieten. Als Gäste des Stammes bot man uns die besten Stücke an. Numerianer gelten als wilde Krieger und haben offenbar ebenso wilde Tischmanieren. Die zerkleinerten das Fleisch ungestüm mit ihren Messern, Händen und Zähnen, als würden sie ihrem schlimmsten Feind an die Kehle springen, anstatt gebratenes Wild zu essen. Nur eine Bewohnerin des Lagers gesellte sich nicht zu uns. Fernab des festlichen Gelages, das eine hagere, in einen grauen Umhang gehüllte Frau, deren Gesicht mit einem Stück Tuch verhüllt war. Sie war so still und regungslos, dass sie zuerst gar nicht als lebendes Wesen wahrnahm. Der Baron... Ja, wir sind hier Gast. Wir haben eigentlich nicht das Recht, andere an den Tisch zu bitten, denke ich mal. Wir fragen erstmal den Herrn. Wir müssen ja auch höflich bleiben. Der Baron fragte den Tigerherren, wer sie ist. Während er Dugard und die Frau mit vorsichtigen Blicken bedachte, erklärte uns einer der Numerianer, dass die Frau eine gesichtslose Schwester sei, halb Priesterin, halb Zauberin. Obschon die Schwestern mit den Numerianern durch das Land reisen, speisen sie niemals am selben Tisch mit ihnen, wenn man von Tisch reden kann. Angesichts des Tons, in dem die Barbaren über die Frau sprachen, war unschwer zu erkennen, dass keiner von ihnen gut auf diese gesichtslosen Schwestern zu sprechen war. Okay. Nachdem alle ihre Mägen gefüllt hatten, wurde es Zeit für ein wenig Zerstreuung. Die Barbaren stimmten einen wilden Gesang in ihrer kehligen Sprache an, die Halit genannt wird. Später erklärte uns eine Numerianer, dass ihr Lied von einem Geschwisterpaar handelte, das einst eine riesige Spinne aus Metall besiegt hatte. Das folgende Lied war eine weitere, heitere Weise über die Abenteuer eines geistig umnachteten Werwolfs. Okay. Die Numerianer gaben uns das Lied gemeinsam zum Besten. Offenbar kannten sie es alle auswendig. Ja, und so ist Cake Pop entstanden, Leute. Die meisten Barbaren klatschten im Rhythmus der Melodie. Einige von ihnen schlugen mit den Griffen ihrer Messer auf ihre Schilde. Ein anderer begleitete das Lied mit einer Maultrommel. Als das Lied zu Ende war, bat Dugard seine Gäste, als uns ebenfalls etwas zum Besten zu geben. Der Baron entschied sich... Schwierigkeitsgrad 21, naja. Hm.
Das sind Barbaren. Was mögen die am liebsten? Geschichten gehören natürlich auch dazu. Singen kann Micknack, weiß ich nicht, ob der da gut drin ist. Die meisten Zaubertricks, die sind alle komplett misslungen. Vielleicht machen wir einen freundschaftlichen Ringkampf. Mit, okay, das kann Amiri machen, oder? Athletik erfolgreich. Ja, da haben wir auch wirklich sehr gut gewürfelt. Numerianer haben großen Respekt vor brutaler Gewalt und nichts beeindruckte mehr als deren Zuschaustellung. Die Barbaren brachen in begeistertes Gebrüll aus, als Amiri triumphierend ihre Fäuste hob, nachdem den unterlegenen Barbaren in den Staub geworfen hatte. Da fehlt an sie. Naja, selbst Dugat nickte anerkennend und klatschte, als der Kampf vorbei war. Nur immerhin 45 Erfahrung. Schließlich fand das Zechen und Singen ein Ende, nur die Knochen erinnerten noch an das Fest und das Feuer war längst heruntergebrannt. Zufrieden zogen sich die Numerianer in ihre Zelte zurück. I beg you, I haven't seen my sisters for several days. I'm afraid they may be in trouble. Als du dich dem Anführer der Barbaren näherst, hörst du unweigerlich einen Teil seines Gesprächs mit einer Frau, die du schon auf dem Fest gesehen hast. Ihr Gesicht ist verhüllt und sie klingt sehr besorgt. Ich flehe euch an. Ich habe meine Schwestern seit Tagen nicht gesehen. Ich fürchte, sie stecken in Schwierigkeiten. Die gesichtslose Schwester, okay. This whole land is nothing but trouble. You want me to risk Ach, das ist ein Kleriker, okay. Der Kleriker schüttelt den Kopf. Das ganze Land steckt in Schwierigkeiten. Ich soll mein Leben und das Leben meiner Leute riskieren, um für euch die Dreckarbeit zu erledigen. Nur zu, bittet Armak, den Befehl zu erteilen. Oh, aber Armak ist ja Numerier geblieben. Was bedeutet, dass ich hier die Entscheidungen treffe? Gesichtslose Schwester. Aber was ist mit meiner Schwester? Etwas Schreckliches könnte ihnen zugestoßen sein. Eure Schwestern haben auf diese Unternehmung bestanden, also müsst ihr den Preis dafür bezahlen. Mit eurem Blut, nicht mit unserem. Etwas Schreckliches könnte passiert sein, sagt ihr? Dafür ist es jetzt zu spät. Wir haben auf dieser sinnlosen Reise ins Nirgendwo schon zu viele gute Männer verloren. Was auch immer Armak braucht, es war und ist nicht hier. Aber ihr seid nicht wegen ihm hier, oder? Ihr habt eure eigenen Gründe. Ihr wollt irgendein magisches Spielzeug, das einst den alten Zyklopen gehörte. Und dafür werde ich meine Männer sicher nicht in den Tod führen. Okay. Zyklopen, das hört sich nicht gut an. Dugat, sagt die gesichtslose Schwester. Dugat. Diese Unterhaltung ist beendet. Ihr wollt Hilfe? Warum bittet ihr nicht unsere Gäste, euch zu helfen? Falls ihr euch ihre Hilfe leisten könnt, versteht sich. Was mich angeht, ich habe nur noch ein Ziel. Meine Leute schnellstmöglich lebend nach Hause zu führen. Die Frau geht weinend weg. Dugat wendet sich dir zu. Guten Morgen. Kommen wir gleich zum Geschäft. Ja, lange Vorstellung können wir uns sparen, Baron. Ich weiß, wer ihr seid. Lasst uns sprechen, wie wir einander helfen können. Ja, kommen wir mal direkt. Oder? Ihr kennt mich? Woher? Das meint ihr? Du grad grinst. Wir behalten alles im Auge, was in der Region passiert. Ich ziehe es vor, mögliche Auftraggeber zu kennen. Und mögliche Feinde. Ja, es hilft immer, wenn man gut informiert ist. Wisst ihr etwas darüber, was in Warnburg passiert ist? Warnburg, hm? Ist das nicht das Dorf, das Megawarn von den Schwertfürsten aus Restorf bekam? Ich kenne Warn. Er ist nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. Was hier vorgefallen ist, keine Ahnung. Wer ist diese Frau? Der Kleriker stößt einen tiefen Seufzer aus. Ach, ich wünschte, ich wüsste, wer diese Hexen sind und woher sie kamen. Unser Häuptling, der große Armak, die Geister mögen ihn segnen, vertraut ihnen, als wären sie heilige Orakel. Er schickt uns mit ihnen zu diesen toten Hügeln. Warum wissen nur die Schwestern und der Häuptling selbst? Und ich kann den Häuptling ja wohl kaum zur Rede stellen. Also ziehen wir durch dieses Land und suchen das Unbekannte. So now we wander this land, chasing the unknown.
Ja, von Numeria bis hier ist ja schon eine weite Strecke. Ihr seid mit der ganzen Armee hier. Was, wie seid ihr so weit gekommen? Dugard runzelt die Stirn. Das geht euch eigentlich nichts an, aber um euch zu zeigen, dass wir nicht ohne Erlaubnis durch euer Land streifen, werde ich antworten. Durch Magie. Die Schwestern haben einen seltsamen Tunnel geöffnet, der uns von Numeria hierher führte. Gorum sei mein Zeuge, ich bin kein Feigling, aber ich würde lieber einen Monat lang durch alle Flusskönigreiche marschieren, als diesen verdammten Tunnel noch einmal zu benutzen. Das war seltsam, falsch, genau wie diese Hexen selbst. Okay, die haben die sozusagen direkt hierhin teleportiert, so irgendwie. Also genau, was sucht ihr hier eigentlich? Der Kleriker runzelt die Stirn. Ich wünsche, das wüsste ich. Die Schwestern suchen irgendwas, sagen sie, aber sie sagen es niemandem, worum es sich handelt. Ich schätze, es geht um irgendein altes Ding, das früher den Zyklopen gehörte. Ein magischer Gegenstand oder so. Ich für meinen Teil suche nur einen guten Grund, um diesen Unsinn zu beenden und schnellstmöglich nach Numeria zurückzukehren. Valeria runzelt die Stirn. So dient ihr also eurem Lehnsherrn? Na gut, sie hat ja mit Treue und andere Ideen. Dugard, verwechselt unseren Häuptling nicht mit eurem Königin, Ritter. Bei uns schwört der Häuptling dem Stamm die Treue, nicht umgekehrt, Lehnsherr. Ich gehörte schon zu dem Ältesten des Stammes, als er noch in den Windeln lag. Naja, und wie ist es gelaufen? So habt ihr etwas von Interesse gefunden? Okay, schadet ja nicht zu fragen. Wären wir dann noch hier? Das Einzige, was wir in diesen Hügeln gefunden haben, ist nur der Tod. Einige meiner Männer betrat eine Höhle, die sich als Springernbau entpuppte. Sie haben nur mit Mühe überlebt. Aha. Außerdem fanden wir die Ruinen eines alten Turms. Das Ding ist so alt wie die Welt selbst und so nutzlos wie diese Expedition. Dort gibt es nichts zu finden, außer den Tod, aber das hatten wir ja schon. Okay, diesen Turm haben wir auf der Karte gesehen. Also, wie können wir einander helfen? Ich fürchte, das geht nicht, jedenfalls im Moment. Ich würde liebend gerne einen neuen Auftrag annehmen, aber die Befehle unseres Häuptlings waren eindeutig. Sucht diesen Ort und erstattet mir Bericht. Aber wenn ihr uns hier helft, sagen wir, indem wir herausfinden, was die Schwestern suchen, oder einfach dafür sorgt, dass sie für immer verschwinden. Tja, dann, Baron, könnt ihr euch sicher sein, dass die Tigerherren nicht vergessen, wer ihnen geholfen hat. Ich glaube, es ist immer nützlich, Verbündete zu haben, vor allem wenn es ein ganzer Stamm Barbaren sind. Was können wir hier noch? Ich möchte euch etwas fragen. Wie wird das Wetter morgen? Nein, nur zu, fragt mich, ich verspreche euch aber keine Antwort. Erzählt mir von eurem Stamm. Es gibt viele Stämme in Numeria. Jeder tut sein Bestes, um zu überleben. Die schwarzen Pferde verkaufen Adamantin, die blutigen Piken überfallen Karawanen und die weißen Narben lecken die Stiefel der Technikliga. Aber was uns angeht, die Tigerherren, wir sind Söldner, die Besten in diesem Teil von Avistan. Merkt euch das, Baron. Wenn ihr lange genug auf eurem Thron sitzt, werden wir uns wiedersehen. Früher oder später, dann kämpfen wir Seite an Seite, oder wer weiß. Oha. Zumindest so ehrlich. Das müssen wir ihm lassen. Erzählt mir von eurem Häuptling. Der Kleriker zögert und versucht, die richtigen Worte zu finden. Er ist ein starker Kämpfer, sehr tapfer. Er sagt, er sei Amag, die Inkarnation eines Helden früherer Zeiten. Fragt mich bitte nicht, ob ich ihm glaube. Amag ist schlau, er weiß, wie man Geschäfte macht. Würde er weniger auf die Einflüsterung dieser Hexen hören, wäre er ein perfekter Häuptling. Wieso meint er über die Inkarnation eines Helden früherer Zeiten? Das ist seltsam, aber was ist hier nicht seltsam in diesen Landen? Was ist so in Numeria los?
Vor vielen Äonen regnet es über Numeria Sterne. Damals fielen lebende und tote Metallbrocken vom Himmel. Seitdem streifen metallene Monster durch das Land und der Boden ist reich an Adamant und anderen wertvollen Dingen. Schwächlinge überleben hier nicht lange. Wir, die numerianischen Keliden, sind in diesem Land aufgewachsen. Wir tranken sein vergiftetes Wasser und atmeten seine toxische Luft. Wir tragen die Metalle aus dem Tiefen in unseren Knochen und Muskeln. Niemand kann uns schlagen. Wenn uns jemand zu Fall bringen kann, der Kleriker lächelt dich traurig an, dann wir selbst. Da ist ja der numerianische Humor. Für alle, die Galgenhumor zu fröhlich finden. Ja, danke, Lindsay. Ach, hier ist ja noch der gebratene Hirsch übrig. Ja. Was wisst ihr denn über diese Zyklopen? Nicht viel. Vor langer Zeit waren diese Gefilde Teil ihres Reichs. Sie waren damals ein mächtiges Volk, das unglaubliche Zauber wirkte und unermessliche Schätze besaß. Im Laufe der Zeitalter zerfiel ihr Reich allerdings zu Staub. Die Zyklopen wurden wild und vergaßen, was sie einst waren. Aber die Ruinen, ja, die Ruinen erinnern sich an alles. Ja, diese Ruinen haben wir auch schon öfters kennengelernt. Uff. Erzählt mir von euch. Ich bin Dugath, der Sohn von Gordre und Haris Dreifinger, vom Stamm der Tigerherren. Ah, der war also nicht so geschickt mit dem Wässer wahrscheinlich. Ich habe Zeit meines Lebens Gorum gedient, als Erster auf dem Schlachtfeld mit dem Schwert in meiner Hand und später auch mit Gebeten. Ich habe in den Flusskönigreichen schon überall gekämpft, in Galt, in Ustalaf. Mein Preis ist hoch, meine Hand ruhig und mein Schwert tödlich. Nach dieser Ansprache schenkt jeder Mann ein breites, zahnloses Lächeln. Ja, er ist so tapfer, wie schlecht auch seine Zahnhygiene ist. Gut. Gorum ist ja auch der, den Amiri immer anruft im Kampf. Gorum, auch bekannt als unser Fürst im Eisen, ist dann von allem ein Gott der Schlacht. Das heißt, er würde zu nichts verrosten, falls es hier eine Zeit käme, in der keine Konflikte mehr ausgefochten würden. Seine Anhänger glauben, dass er in jeder eisernen Waffe präsent ist, die geschmiedet wird. Der Gott des Stahls und des Eisens. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Unser Herr im Eisen mag kein leeres Gerede. Er ist der Gott all jener, die handeln, anstatt zu palavern. Seine Hand segnet jedes Schwert, das geschmiedet wird. Und sobald sich die wenigsten zwei Männer in einer Schlacht gegenüberstehen, ist er bei ihnen. Selbst Orks verehren den Gott der Schlacht. Und nicht nur das. Sie denken, er sei selbst ein Ork. Das ist natürlich alles Unsinn, aber vielleicht enthalten Geschichten ja ein Körnchen Wahrheit. Schließlich kann jeder danach streben, wie er zu sein hat. Egal, ob Mensch, Ork oder Elf. Jeder, der zur Waffe greift, um seinen Feind bluten zu lassen. Amiri grinst zustimmend und hebt ihre geballte Faust. Gut gesprochen, alter Mann. Wirklich gut gesprochen. Blut für Gorum. Harim öffnet den Mund, um etwas zu sagen, seufzt dann aber nur und winkt ab. Das Ende ist nah. Danke für eure Antworten. Gern geschehen. Ich habe noch Termine, ich muss gehen. Okay. Das verlorene Relikt. Aha. Was ist das jetzt? Wie scheint es, irgendwo östlich unseres Reichs ein mysteriöses Relikt aufgetaucht. Ich weiß zwar nicht, was es ist und welchen Zweck es erfüllt, aber eines weiß ich sicher, wir müssen es haben. Dann können wir unsere Feinde wenigstens, können unsere Feinde wenigstens nicht gegen uns einsetzen. Das Relikt finden nach den nachdem die gesichtslosen Schwestern suchen. Wenn uns diese verdrießlichen Schwestern nicht sagen, wonach sie in den Zyklopenruinen suchen, müssen wir es eben selbst herausfinden. Wir wissen, wohin die anderen Priesterinnen gegangen sind. Wir müssen ihnen nur folgen. Wissen wir das? Woher wissen wir das? Lindsay, da weißt du mehr als ich. Vielleicht können wir mit dieser Schwester mal reden hier. You, our guest. Vor dir steht eine reglose und ein Umhang gehüllte Gestalt, die ihr Gesicht in den Händen vergraben hat. Hättest du nicht gesehen, dass sie sich bewegt hat, könntest du sie beinahe für eine Statue halten. Als du dich der Gestalt näherst, nimmt sie jedoch die Hände vom Gesicht und blickt dich mit goldgrünen Augen durch die Schlitze des Tuchs vor ihrem Gesicht an. Ihr, unser Gast, der Baron vom Heimwall, richtig? Tut mir leid, dass ihr das hier mit ansehen musstet. Darf ich fragen, wie ihr heißt? Mein Name ist Micknack. Wie heißt ihr? Ups. Als du deinen Namen nennst, breitet ein großer Rabe, der auf einem nahen Zaun gesessen hatte, seine Flügel aus
und fliegt mit einem heiseren Krächzen davon. Okay. Nice to meet you, Barry. Ich freue mich, euch kennenzulernen, Baron. Ich habe keinen Namen, ich habe ihn abgelegt, um wohlwollenden Mächten zu dienen. Und das ist bei weitem nicht das größte der Opfer, die wir mitunter erbringen müssen. Ihr könnt mich gesichtslose Schwester nennen. Habt ihr eigentlich auch Brüder? Naja, gut. Wer seid ihr? Ich bin eine der Frauen, die sich gesichtslose Schwester nennen. Wir haben unsere Namen Gesichter abgelegt, um wohlwollenden Geistern zu dienen. Ich bedauere, dass ich euch unsere wahre Bestimmung noch nicht verraten kann. Aber ihr müsst mir glauben, wenn ich euch sage, dass unsere Mission äußerst wichtig ist. Nicht nur für uns oder den Stamm, sondern für die ganze Welt. Aha, das ist ja schon mal sehr hochgegriffen. Was sucht ihr hier? Die Zeit ist noch nicht reif, um diese Frage zu beantworten. Wir suchen nach alten Ruinen, die von den einstigen Herrschern dieser seltsamen Gefilde erbaut wurden. Mehr kann ich euch im Moment nicht sagen. Ich verstehe, dass ihr mehr wissen wollt, aber seid gewiss, ihr werdet bei Zeiten alles erfahren. Worüber habt ihr mit Dugath gestritten? Die Frauen senkten den Kopf. Meine Schwestern, sie haben eigene Untersuchungen angestellt und sind nicht zurückgekehrt. Keine der drei. Drei, okay. Ich verstehe, Dugath. Er traut uns nicht, aber seine Weigerung, meine Schwestern und mir zu helfen, bringt ihn, seine Leute und zahllose unschuldige Seelen in große Gefahr. Könnte ich sein verstocktes Herz doch nur erweichen. Wie ist das möglich? Kennt diese Armee denn keinerlei Ordnung oder Disziplin? Wie können sie in diesem Chaos überhaupt kämpfen? Ach, Valerie. Ihr sprecht in Rätseln. Scheut euch nicht vor Rätseln. Wer weise genug ist, sie zu lösen, erfährt am Ende mehr als jene, die noch offensichtlichen Antworten suchen. Ach ja, was habe ich für eine Antwort erwartet? Habt ihr eine Ahnung, wo eure Schwestern sein könnten? Habt ihr eine Karte? Ich kann euch zeigen, wo ihr suchen müsst. Eine meiner Schwestern wollte zum Grab der vergessenen Helden. Die zweite sucht nach den Hügeln der Vergessenen. Das kann ich ja gleich wieder vergessen. Die dritte wollte die Ruinen der Stadt der leeren Augen erkunden. Ich will ehrlich sein, diese Orte sind allesamt sehr gefährlich. Doch die Suche nach verlorenen Wahrheiten birgt immer Gefahren. Die Frau markiert die Orte auf deiner Karte. Das ist sehr gut. Dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen als nächstes. Vielleicht finden wir da auch irgendwas über Megavar noch raus. Die Stadt der leeren Augen kommt aber sehr bekannt vor. Da sind wir schon mal mit Megavars Truppe gewesen und sind dort an einen ganzen Haufen von Zyklopen und so geraten. Untoten. Grab der vergessenen Helden. Okay. Wisst ihr etwas darüber, was in Warnburg passiert ist? So ganz zufällig. In diesem Land geschehen dunkle Dinge. Ich kann nur vermuten, was mit ihnen geschehen ist. Meine drei Schwestern wissen mehr. Helft mir, sie zu finden, dann bekommt ihr eure Antworten. Wenn uns die Geister gnädig sind, vielleicht sogar, bevor es zu spät ist. Ja, damit hat sie mich natürlich. Vielleicht weiß sie auch gar nichts, aber sie weiß, was ich hören will. Was kann ich denn für eine Entschädigung erwarten? Den größten aller Schätze. Wahrheit. Ja, Wahrheit kann aber auch manchmal sehr wehtun. Ihr seid mit einer ganzen Armee hier. Wie seid ihr so weit gekommen? Die weisen Kettenwege, die den Uneingeweihten verschlossen sind. Werdet ihr sie finden? Werdet ihr es wagen, sie zu beschreiten? Wer weiß? Ja, danke auch. Numeria, diese Gefilde sind voller Rätsel. Sterne, die vom Himmel fallen, Böden, die Feuer bluten und anstelle von Gras Metall gebären. Geheimnisse und Albträume prägen diese Lande, die jedoch auserkoren sind, uns allen Erlösung zu bringen, denn hier lebte und starb der große Armag. Ehe er wiedergeboren wurde, er wird uns allen die Erlösung bringen. Wer ist denn dieser Armag? Er ist ein Mann mit einer großen Bestimmung. Die Götter selbst wollten ihn töten, doch er kehrte zurück und setzte sich über den Tod selbst hinweg, wie es prophezeit war. Denn es war sein Schicksal.
Es ist deine Bestimmung, viele, viele Leben zu retten und einen schrecklichen Preis dafür zu bezahlen. Also eine tolle Bestimmung. Ich würde euch nie ein solches Schicksal wünschen, Baron. Tatsächlich würde ich ein solches Schicksal niemandem wünschen. Es gibt viele Lieder über Armagh, nicht alle davon sind numerianischen Ursprungs. Einige sehen seine Geschichte als Inspiration, andere als Warnung vor den Gefahren des Hochmuts. Aber von einer Prophezeiung habe ich noch nie gehört. Ja, man kann natürlich auch nicht alles wissen, Lindsay. Vielleicht ist das nur so ein Ding unter diesen Schwestern. Solltet ihr meine Schwestern auf euren Reisen treffen, helft ihnen bitte. Im Gegenzug werde ich euch helfen, merkt euch dieses Wort. Cap, so nannten die früheren Bewohner diese Gefilde, die Zyklopen, die Dunkelheit, die sie so sehr verehrten. Wenn eine Tür euch den Weg versperrt, könnte dieses Wort euer Schlüssel sein. Cap, okay. Ist das sowas wie, sprich Melon und die Tür geht auf oder sowas? Mögen euch stets gütige Geister auf euren Reisen begleiten. Solange es keine Krähen sind. Am kalten Pfad heißt die Mission. Die vermissten gesichtslosen Schwestern treffen. Das ist anscheinend dann eine eigene Mission. Wir haben im Lager der Barbaren eine seltsame Frau gefunden. Eine Kombination aus Priesterin, Hexe und Beschwörerin. Oder sie ist einfach nur eine Hochstaplerin. Was auch immer sie ist, sie sagt, ihre drei Schwestern wären ausgezogen, um wer weiß was zum Suchen, kam aber nicht zurück. Sie hat angedeutet, sie würden uns bei dieser Suche helfen, wenn wir ihre Schwestern finden. Eine schwache Spur, aber besser als nichts. Die dritte Schwester müsste in der Stadt der leeren Augen sein. Die zweite wollte zum Grab der vergessenen Helden. Eine der Schwestern hat den Hügel der Vergessenen gesucht. Uff, ja, okay. Hier können wir noch die Barbaren beklauen, aber da werden wir wohl besser mal die Finger von lassen. Das könnte schlecht für uns ausgehen. Okay. Haben wir hier noch irgendjemanden, mit dem wir hier reden können? Nee. Ich glaube, das sind dann hier alle, ne? Dugat. Gesichtslose Schwester. Wir sind unter Braten. Barbar. Bolga. Was ist mit dem? Warum hat der einen Namen? Es gibt ja zwar viele Ruinen, aber die wurden sich alle schon für Jahrhunderten geplündert. Okay. Gut, dann können wir ja gehen. Wir haben auf jeden Fall neue Missionen. Und neue Plätze auf der Karte. Falls wir die nicht schon gefunden haben, natürlich. Ich könnte jetzt hier noch ein Stück beschriebenes Leder aus alter Zeit mitnehmen. Und den Rest lassen wir mal. Das Leder klebt am Schuh fest, da konnte ich jetzt nichts. Das haben wir einfach mitgenommen. So. Ich weiß ja nie, wo man reintritt in so einem Lager. So, da ist die Stadt der leeren Augen. Da haben wir jetzt keine guten Erinnerungen dran, muss ich sagen, von Megawans Geschichte her. Zerstörte Turm. Hieß das Grab der vergessenen Helden. Ah, und hier ist der Hügel der Vergessenen. Der Hügel der Vergessenen ist ein uraltes Grab mit einem schauerlichen Ruf. Bei Tag wirkt der Hügel zwar düster, aber doch so friedlich, wie es eine Ruhestätte sein sollte. Reisende, die leichtsinnig genug waren, nachts in der Nähe dieses Ortes zu lagern, berichten noch von Stöhnen und Schritten, die nach Einbruch der Nacht aus den Ruinen zu hören sind. Örtliche Legenden erzählen außerdem von ruhelosen Seelen, die von ihren alten Göttern verlassen durch die Hallen des Hügels wandern. Das hört ja auch nach untoten Zyklopen an. Na, Halleluja! Ich mache mal hier diesen Weg mal komplett. Dann haben wir den auch. Der führt wahrscheinlich zum zerstörten Turm. Spinnenversteck. Okay, das wird ein normales Monsterversteck sein, schätze ich mal. Dann wäre vielleicht als nächstes ja die Stadt der Augen hier. Da weiß ich nicht, ob ich da schon Bock drauf habe, muss ich sagen. Schon wieder diese untoten Zyklopen. Die Stadt der leeren Augen. Da sind wir auch schon mal gewesen. Und zwar nicht mit der Truppe, aber mit einer anderen. Aber das Grab der vergessenen Helden, das reizt mich irgendwie vom Namen auch schon. Ich weiß nicht, ob wir hier so einen Weg machen können, der sich mit dem hier verbindet. Mal gucken. Oh.
Was haben wir hier entdeckt? Die Blutfurchen. Das klingt auch wieder sehr appetitlich. Der Boden an diesem geheimnisvollen Ort ist voller Spuren. Zahlreiche seltsame Furchen durchziehen das Gras und ungewöhnliche Abdrücke und kleine Hügel sind überall zu sehen. Ja, klingt auch spannend. Okay, wir sind endlich mal ausgewichen. Okay, hier gab es einen direkten Weg hierhin. Na gut, dann... Wir gehen aber jetzt mal zum Grab des vergessenen Helden. Das Grab der vergessenen Helden ist eine von der zahlreichen Gräber, die in der Ebene von Dunkelwach zu finden sind. Es hat schon immer neugierige Fremde angezogen, von Wissenschaftlern, die von Träumen, eines der ältesten Geheimnisse der Zivilisation zu ergründen, bis hin zu Grabräubern auf der Suche nach alten Schätzen. Das erinnert mich an so einen gewissen Typen, der hier mit so Zyklopenschätzen aufgetaucht ist, also bei Megawarn auf jeden Fall. Soweit bekannt ist, ist bisher nie jemand lebend aus diesem Grab zurückgekehrt, um zu berichten, was sich darin befindet. Oh, das klingt doch mal schön. Das klingt nach Spaß. Okay, dann gehen wir mal dahin. Das sieht schon sehr nach Zyklopenruine aus. Oha, okay. Hier geht's schon mal gleich los. Muss ich hier schon dieses neue Wort sagen oder reicht hier Melon? Naja. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Eine gewaltige Steintür blockiert den Eingang. Sie hat keinen Griff, keine Klinke, keinen Knauf und keinen anderen Hinweis, wie man sie öffnen könnte. Hm. Von den Scharnieren der Tür wurde jedoch eine dicke Moosschicht gekratzt. Sie wurde also kürzlich geöffnet. Das Wort Cap sagen. Die Tür gleitet lautlos zur Seite und gibt den Eingang dahinter frei. Oh, mit Sprachsteuerung, cool. Ja, okay, vielleicht kann man auch hier fragen, was das nächste Restaurant in der Nähe ist. Gut. Da werden wir mal, hier sind mal viele Spinnenweben, schauen, wie es hier weitergeht in der nächsten Folge hier vom Pathfinder Kingmaker. Wir haben auf jeden Fall wieder Abenteuer vor uns. Und sehr finstere, große Gräber. Oh ja. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das wird ein Gemetzel hier werden. Und bye bye. Oh je. Yeah.